Ja, ist ein absoluter Traditionsverein, der ja über mehrere Jahrzehnte immer schon oben in der Bundesliga mitspielt. War schon immer ein sehr, sehr interessanter Verein, den ich gerne zugeschaut habe. Auch natürlich, weil immer wieder viele Österreicher bei dem Verein gespielt haben. Von dem her ist das einfach eine extrem reizvolle Aufgabe für mich und ich freue mich extrem darauf. Der erste Tag ist immer stressig, man lernt viele neue Leute kennen. Die ganzen Medical Tests plus dann 3 Stunden in der MR-Röhre liegen, ist nicht unbedingt der angenehmste Teil. Von dem her freue ich mich jetzt, wenn ich die Mannschaft kennenlerne und dann endlich am Platz loslegen kann. Ich bin ein Kämpfer, ich bin ein Krieger am Platz, ich lass mein Leben am Platz liegen. Aber trotzdem denke ich, dass ich ganz gut mit der Murmel umgehen kann, das Spiel von hinten kontrollieren kann, gute Bälle nach vorne spielen. Und ja, ich glaube, dass ich, das von sich selber immer zu behaupten, ist ein bisschen schwierig, aber einfach eine Führungspersönlichkeit bin am Platz und genau das möchte ich in die Mannschaft mitbringen. Ist einfach die erste Nummer, wie ich dann als junger Bursch zu den Profis gekommen bin, die mir dann einfach verleihen worden ist und die ist mir bis jetzt eigentlich immer wieder in meiner Karriere geblieben und hat mir eigentlich immer gutes Glück gebracht. Ich kenne ihn natürlich noch und weiß natürlich auch, dass er lange hier Kapitän war. Aber ich glaube, zu der Zeit war ich noch ein kleiner Bub, der noch weit weg vom Profifußball war. Aber ja, natürlich sind es jetzt große Fußstapfen, in die ich trete. War mir am Anfang nicht bewusst, erst bis ich das Martin-Stranzl-Trikot beim Medizin-Check mit der Nummer 39 gesehen habe. Aber ja, ich hoffe, dass das ein gutes Omen für mich ist. Ausverkauftes Haus, wie jetzt gerade die Stehplatztribüne gesehen mit 15.000. Also ich glaube, dass da richtig rund gehen kann in dem Stadion. Und ja, ich freue mich auf alle Fälle auf die ersten Heimspiele, wenn ich dann die Fans live und hautnah erleben kann und hoffentlich mit ihnen dann nach den Spielen zusammen feiern kann.